In der heutigen Ausgabe von Frequent Traveler TV geht es um den A380er. Bei der Lufthansa hat ja der letzte A380er am 14. Oktober, glaube ich, das Häuschen verlassen. Was? Oktober, September? Ich weiß es nicht mehr genau. Mario, rette mich. Es war September. Es war September. Ach ja, stimmt, das war ja, wäre ja vor einer Woche gewesen. Also insofern... Man hilft, wo man kann. Das ist sehr gut. Aber wir erzählen euch, wie ihr mit dem A380er fliegen könnt, war auch wenn es bei der Lufthansa leider nicht geht. Es geht ja auch bei anderen Fluggesellschaften nicht. Und da werden wir dann auch nach dem Intro drauf eingehen. Deshalb, Herr Hofmeister, walten Sie Ihres Amtes. Das Intro bitte. Geht los. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Die heutige Ausgabe der 380er ist eine traurige Ausgabe. Aber bevor wir euch mit den harten Fakten wieder belasten, wir werden auch ein trauriges Bild gleich zeigen. Es könnte den geneigten Zuschauer verstören. Mich hat es verstört etwas. Da muss man schauen. Mario, der ja kein 380er-Liebhaber ist, musste selbst auch weinen. Aber bevor wir die Tränen vergießen, vergesst nicht den Abonnierbefehl, abonniert unseren Kanal, damit wir auch weiter wachsen. Wir können jeden Abonnenten gebrauchen und schön, dass wir euch noch namentlich kennen, oder Mario? Ja, das finde ich hier wunderbar, aber für Meilen, Punkte und Status ist dieser Kanal auch unerlässlich und für den gepflegten vielfältiger Talk natürlich auch. Deshalb, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, unten, nachdem ihr diesen Beitrag geliked habt, einfach kommentieren. Und bevor wir dann wirklich vom Thema abgekommen wären, zeige ich euch mal das Bild, was ich euch nicht vorenthalten will. Das ist ja ein 380er. Das Bild ist von gestern, vom 19. Oktober aus Singapur. Da wird der Flieger geschrottet. Mario, magst du uns was zu dem Flieger sagen? Tja, Registrierung 9 Victor SKH von Singapore Airlines. Eine sehr bedauerliche Sache. Wenn man das sieht, dann treibt es dem Flugzeugfreund tatsächlich die Tränen in die Augen. Es handelt sich ja nicht um irgendwie eine alte 707 oder eine 747-100, die tatsächlich ihre Lebenszeit hinter sich hat, sondern doch noch um ein sehr neues Flugzeug, relativ neues Flugzeug. Und das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Ja, dann nehme ich das Bild auch direkt mal weg. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den Lebenden. Welche Fluggesellschaft man nehmen sollte? Die erste, die mir da in den Sinn kommt, wäre die British Airways, die ja 4 bis 5 ihrer 12 Flugzeuge reaktivieren will und im Moment auch wirklich schönerweise die auch nach Frankfurt fliegt, um das Type Rating der Crew wieder hinzubekommen. Und welche Ziele soll es denn mit dem Flieger geben, Mario? Ja, das sind ja im Übrigen die Ziele, die du vorausgesagt hast, die mit Sicherheit eine hohe Frequenz haben könnten in nächster Zukunft. Und wo wir ja, bevor wir nun endgültig wussten, dass die Lufthansa die A380 nicht mehr einsetzt, auch gesagt haben, beziehungsweise du hast es gesagt, da könnte die A380 auch der Lufthansa gut hinfliegen. Das sind nämlich die warmen Ziele Miami, Los Angeles und Dubai, wobei ich ja bei Dubai ein bisschen davon ausgehe, da fliegt man nur mit dem A380 von London aus hin, weil die Kollegen aus Dubai auch mit dem A380 aus Dubai kommen. Aber schauen wir mal, auf jeden Fall Miami, Dubai, Los Angeles mit der British Airways. Wer also mal in die USA möchte und nochmal A380 fliegen möchte, kann das in jedem Falle über London tun. Ja, dann als nächster Titelkandidat, da gibt es die Freunde aus Australien, das wäre die Qantas, die haben ihre 12 Flugzeuge ja nicht nur refurbished, wie das so schön heißt, also das heißt die Business Class aufgepeppt und andere Dinge aufgepeppt, die Kabine, sondern sie haben ja auch die Regierung, ich glaube, überzeugt, dass man Australien wieder aufmachen soll und deshalb wollen sie auch fliegen. Finde ich ganz toll. Spannenderweise, sie fliegen ja seit langem nicht mehr über Dubai, obwohl sie mit Emirates da eine Kooperation haben immer noch. Das ist ja verlängert worden um 5 Jahre.
Mario, welche Strecken hat denn die Singapore Airlines, sage ich schon. Jetzt habe ich es verraten, worüber sie fliegen, Mensch. Ja, sie fliegen geil, ne? Über Singapur, genau. Sie fliegen über Singapur nach London. Also haben wir schon den zweiten Flieger, also den zweiten A380 einer Fluggesellschaft, den man in London antreffen wird. Wer also gerne nach Australien möchte, kann auch von London aus über Singapur dann natürlich auch zurückstarten. Allerdings fliegt die Qantas auch nach Los Angeles. Da trifft man dann wiederum auf den A380 von British Airways. Ja, ganz genau. Beide sind ja in der One World, also insofern kann man da auch fliegen reziprok. Ja. Dann in der One World gibt es noch einen, der den Flieger hat, das ist die Qatar Airways. Die Qatar Airways hat ja bis zu fünf Saar, muss man ja ehrlicherweise sagen, die sie reaktivieren wollen, in der Flotte aufgenommen. Warum? Weil der 350er irgendwie so einen Lackschaden hat, den sie nicht wegpolieren wollen und da so eine kleine Airbus-Feder haben. Sonst wäre der 380er nicht wiedergekommen und man sagt ja auch bei Qatar, der geht relativ schnell weg. Also was heißt, wenn ihr jetzt mit dem 380er fliegen wollt von Qatar mit der phänomenalen First Class, aber auch mit der Bar, die ich sehr, sehr toll finde. Ich finde übrigens die Farben von Qatar Airways innen drin auch sehr, sehr gediegen. Da müsste man dann einfach mal schauen, dass man auch wieder nach Doha kommt, aber von London aus oder Paris. Das sind die Umläufe, die mit dem Flieger gemacht werden sollen. Damit wäre man dann auf der sicheren Seite bei Qatar Airways. Wenn wir schon im Mittleren Osten sind, wollen wir da mit dem größten A380-Betreiber weitermachen, Mario? Ja, die Emirates. Die Emirates mit der legendären Bar im Oberdeck. Die haben gleich eine ganze Menge Ziele, vor allen Dingen auch in Europa und auch in Deutschland. Der soll ja wieder nach Düsseldorf fliegen, nach Hamburg fliegen, nach Frankfurt, nach München und zumindest auch zum Hub Zürich, der ja zumindest noch relativ nah dran ist. Aber darüber hinaus natürlich auch zu fast allen anderen europäischen Großstädten oder vielen Großstädten, Amsterdam, Barcelona, Madrid, Mailand sind dabei. Zürich hatte ich ja schon genannt. Ja, und darüber hinaus kann man auch noch nach Johannesburg fliegen, nach Sao Paulo und nach Riad mit dem A380. Und Istanbul ist, glaube ich, ohnehin schon wieder im Programm. Also die größte Auswahl an Städten hat in jedem Fall auch der größte A380-Betreiber, nämlich die Emirates. Ganz genau. Ich meine 117, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben die ans Gesamtzahl. Die Auslieferung hat sich ja verschoben auf Dezember vom letzten Flieger. Sollte ja im November stattfinden, aber im Dezember kommt dann der neueste. Was auch spannend ist, Istanbul ist ja ein ganz neues Ziel, was die mit 380er anfliegen. Dann gibt es einen Partner aus Asien, wo man auch sehr viele Ziele von Emirates aus mit 380er anfliegt. Das ist China Southern. Die habe ich nicht wirklich so auf der Agenda immer, wenn ich über 380er nachdenke. Die fliegen ja auch nach Frankfurt, aber mit 330ern oder mit, also 330er auf jeden Fall habe ich gesehen. Aber wenn ihr wisst, was das ist, beziehungsweise was das ist, sag ich schon, ein Flugzeug, wenn ihr wisst, mit welchem Material die nach Frankfurt fliegen, China Southern, dann schreibt das unten einfach in die Kommentarspalte rein. Aber ansonsten wollen sie halt wirklich Paris, Amsterdam oder aber auch Melbourne anfliegen. Los Angeles ist auch ein Ziel. Damit mausert sich Los Angeles und London doch zu den meist angeflogenen 380er-Destinationen, ne? Ja, das sind beides die Hotspots. In London kann man im Moment noch die meisten sehen im Ranking, aber dicht gefolgt von Los Angeles, würde ich sagen. Ja, dann SkyTeam-Member Korean, die ja irgendwie die Asianer aufgesaugt haben, haben auch wieder welche, die sie innerhalb der nächsten 5 Jahre reaktivieren wollen, aber innerhalb der nächsten 10 Jahre dann auch schon wieder Kopf kürzer machen wollen, dann werden sie wahrscheinlich genauso traurig aussehen wie die Singapore Airlines Maschine, die wir euch am Anfang gezeigt haben. Aber sie fliegen nach China, nach Guangzhou, was die Heimatbasis der China Southern ist. Das ist spannend, aber andere Ziele im Moment noch nicht wirklich. Aber bevor wir weiter in Asien rumwildern, wollen wir kurz nochmal sagen, welche Fluggesellschaften ihre A380er für immer eingemottet haben? In Spanien, in Teruel, ist da irgendwie so ein großes Klassentreffen aller 380er? Ja, auf jeden Fall natürlich unsere Freunde der Lufthansa.
Dann die freundlichen Franzosen haben dort auch, also stehen die alle von den Franzosen dort auch, ich glaube, ne? Ja, die stehen da, das ist so wie Airbus. Airbus stellt da auch mal die Flugzeuge hin, die quasi irgendwie nicht bezahlt werden oder Okay. also. Dann die Thai Airways hat dort wahrscheinlich auch den einen oder anderen geparkt. Dann hilf mir auf die Sprünge. Wen haben wir denn noch aus Asien? Wer hat's denn da Malaysian bisher? Airlines hat's noch, Malaysia, ja, genau. genau. Aber Asiana, ich weiß nicht, was ist mit denen passiert? Asiana natürlich, ja. Aber sind die jetzt bei der Korean aufgesaugt worden, werden umlackiert? Ich weiß es nicht, das wäre spannend, das mal zu wissen. Aber auch hier, wer Ja. da Infos hat, kann das unten in die Kommentarspalte. Ich muss zwei Hände machen, weil sonst bin ich ja meine eigene Kopie. Da könnt ihr uns dann weiterhelfen. Aber in Asien, das ist das Thema, Mario, dein Lieblings-A380er, obwohl es ja nicht dein Lieblingsflugzeug ist. Nein, aber mein Lieblings-A380er sind natürlich die von der ANA, von All Nippon Airways. Die drei Flugzeuge, die quasi den Shuttle-Verkehr zwischen Japan und Hawaii machen. Und die haben ja alle eine spezielle Lackierung. Da ist gerade der letzte, glaube ich, auf dem Weg mit so einer schönen, wirklich sehr ansprechenden Schildkrötenlackierung. Einmal in Orange, in Blau und in Grün. Und ja, die fliegen halt von Japan nach Hawaii. Wer also gerne nach Hawaii möchte, der ja, sollte sich überlegen, ob er eventuell über Japan nach Hawaii fliegt, um dann von japanischen Festland oder von der japanischen Insel nach Hawaii mit diesem wunderschönen A380 zu fliegen. Ja, wunderbar. Also insofern glaube ich einfach, dass der A380er ein Flugzeug ist, was tipptopp ist, was schade ist, wenn es nicht mehr fliegt. Aber bis 2035 will die Emirates ja fliegen. Also insofern werden wir dieses Flugzeug da dann auch weiter begrüßen können. Was wollen wir noch dazu sagen zum A380er? Ja, die Eine Nachfolger sind. Fluggesellschaft hast du noch vergessen, nicht? Echt? Ich habe die ignoriert, die Ja. Singapore Airlines, meinst du? Ja. Hast Ja, du wobei sie die schönste First einfach. Class haben, das stimmt schon, auch mit einer gediegenen Außenlackierung, wie wir es ja schon festgestellt haben, als wir den Probelauf für diese Sendung gemacht haben. Natürlich. Aber gut, dass ich dich habe. Insofern können wir das einfach nochmal attestieren, dass der A380er da doch tipptopp ist. Und auch die bringen ihre A380er zurück. Wissen wir eigentlich, wie viele von denen wiederkommen? Sollen alle von der Singapore Airlines kommen oder fangen die mit einer kleinen Gruppe an? Wahrscheinlich mit einer kleinen Gruppe. Auf jeden Fall geht es ja auch wieder über Frankfurt nach New York. Immer eine interessante Flugverbindung, weil es ja auch ein Starlines-Partner ist. Dann geht es auf jeden Fall mit drei Verbindungen nach London. Also auch wieder London, Hotspot für A380. Ja, und natürlich auch in Anführungsstrichen die Region Delhi, Mumbai, Peking, Shanghai. Sind die Flugzeuge eingeplant. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall kann man auch, wenn man sogar nicht von London aus fliegen kann, auch von Frankfurt in die USA fliegen, zumindest nach New York mit dem A380 der Singapore Airlines. Ist auch eine günstige Verbindung, fliegen morgen schon relativ früh los. Ist man sehr zeitig in New York, wer da Lust drauf hat, nur zu, es wird bestimmt eine wunderbare Erfahrung. Ja, das wäre dann das schöne Abschlussstatement. A380 fliegen ist eine wunderbare Erfahrung und oder eine Erfliegung, müsste man ja sagen, weil man fährt ja nicht, man rollt oder Genau. fliegt. Also insofern ist es eine Erfliegung. Eine Wir Fliegung. sollten ein T-Shirt machen. Ja. Lars sagt Erfliegung. Genau. Ich erfliege meine Route. Ja, wunderbar. Danke, dass ihr bei der heutigen Folge von Frequent Traveler TV dabei seid mit dem A380er. Wir werden den 380er weiter beobachten. Vielleicht werden wir auch noch einen Flug mit dem 380er machen. Ansonsten bleibt es spannend, was wir sonst noch für euch zu bieten haben. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann sagt uns doch einfach Bescheid und wir werden diese auch für euch ausarbeiten. Aber an dieser Stelle müssen wir uns leider verabschieden, ne? Ich fürchte schon, aber wir geben noch mal den Hinweis: liken, kommentieren.
abonnieren, die Glocke. Ganz genau. Und dann haben wir natürlich Vielflieger-Stammtische. Wir haben in Berlin am kommenden Samstag, das müsste ja dann nach Adam Riese, wenn heute der 20. ist, 21, 22, der 23. sein, ist das richtig gerechnet, Samstag? Jawohl. Und am 29. in München im Erbräu am Flughafen. Das heißt also, da können wir uns alle treffen und nochmal austauschen in Persona. Freue mich für alle, die über alle, die da mitkommen. Berlin und so weiter ist auch auf Facebook schon gepostet. Kann, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr bei uns das erfragen. Wir werden dann den Link posten. München wird noch gepostet, deshalb da etwas ruhig mit der Pferde. Also, abonnieren, ganz wichtig, das ist der Abonnierbefehl. Glocke an, kommentieren und liken. Also, in dem Sinne, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Ist die Hand jetzt da? Jetzt bin ich besser im Bild. Ja.